Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei CSGO Kisten kaufen und die dann natürlich nachher auch öffnen können. Als allererstes müssen wir hierfür CSGO einmal schließen, beziehungsweise wir brauchen es zumindest erstmal nicht, sondern wir müssen einmal Steam öffnen, denn hierüber können wir die Kisten im Endeffekt kaufen. Sobald wir dann Steam also einmal geöffnet haben, gehen wir hier oben einfach mal zu dem Punkt Community. Sobald wir dann da so drüber fahren mit der Maus, öffnet sich hier ein kleines Menü und hier haben wir schon den Unterpunkt Markt. Da klicken wir also einfach einmal drauf und was wir jetzt hier erstmal sehen, sind mehr oder weniger alle Items, die man hier irgendwie über den ganzen Steam Community Markt kaufen kann. Da wir uns natürlich gerade nur für CSGO interessieren, können wir hier rechts an der Seite einfach Counter-Strike Global Offensive auswählen und dann sehen wir auch wirklich nur noch Produkte, die wirklich für CSGO sind. Das können wir jetzt aber noch weiter eingrenzen. Wir können beispielsweise jetzt also nach einer Waffe oder nach einem Waffenskin, sage ich mal, weiter filtern oder eben nur nach Kisten. Dazu kommen wir also dann jetzt direkt und zwar haben wir hier entweder dieses Suchfeld, da können wir also direkt nach einer bestimmten Sache suchen. Ansonsten haben wir hier die erweiterten Einstellungen. Wenn wir da einmal draufklicken, dann können wir hier zum Beispiel die Waffe auswählen. Wenn wir jetzt also nur eine bestimmte Waffe haben wollen, beispielsweise eine AWP, dann können wir die einfach auswählen, klicken dann auf Suchen. Und dann seht ihr, haben wir hier eben nur noch Skins für die AWP. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit allen anderen Waffen so. Hier können wir ansonsten aber auch wieder alle auswählen. Ansonsten können wir hier beispielsweise auch direkt nach einer bestimmten Kollektion suchen. Oder wenn wir mal ganz runter scrollen, dann eben hier auch nach einem bestimmten Typ. Also beispielsweise ein Aufkleber oder doch ein Agent, ein Messer, Maschinengewehr und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht das Prinzip. Hier kann man schon ganz viele Sachen filtern. Wenn wir jetzt aber beispielsweise nach Kisten suchen wollen, denn ich will euch ja auch zeigen, wie wir eine Kiste kaufen und die danach auch öffnen können, dann können wir hier einfach mal in diese Suchleiste gehen und suchen dann hier einmal nach Waffenkiste, so heißen die nämlich. Dann drücken wir einfach einmal Enter und hier können wir uns dann natürlich direkt irgendeine auswählen, wenn wir das machen wollten zum Beispiel. Ansonsten können wir hier auch den Preis sortieren, nämlich praktisch von niedrig bis hoch oder eben auch andersrum natürlich. Das würde rein theoretisch auch gehen, aber ihr seht schon hier, die teuerste Waffenkiste kostet gerade zum Beispiel 85 Euro. Ob man sich die jetzt so kaufen will, weiß ich natürlich nicht. Ich würde sagen, wir holen uns einfach mal die günstigste. Die gibt es gerade ab 13 Cent. Die Preise variieren natürlich, wenn ihr das Video seht, können die Preise schon ganz woanders sein. Und dann würde ich doch mal sagen, kaufen wir uns auch einfach eine. Wenn wir hier also auf Kaufen drücken, dann ist es sehr wichtig, können wir hier erstmal den Preis auswählen, den wir bezahlen wollen. Hier ist es so, es stand da ja vorhin, dass es die ab 13 Cent gibt. Die sind dann aber eben relativ schnell weg. Das Ganze funktioniert mehr oder weniger wie auf einem richtigen Markt, könnte man sagen. Ich könnte jetzt hier also zum Beispiel auch eingeben, dass ich nur 0,2 Euro bezahlen will, also 20 Cent eben. Aber dann müsste ich wahrscheinlich länger darauf warten, bis eben irgendeiner die für 20 Cent verkauft, was aber wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird, denn man kann die im Moment ohne Probleme für, ich glaube, 64 oder 65 Cent waren das verkaufen und so wird man die auch los. Warum sollte die also dann einer für 20 Cent verkaufen? Könnte ich aber trotzdem machen. Ich würde sagen, ich möchte aber 65 Cent bezahlen, damit ich jetzt auch direkt eine bekomme. Dann müssen wir als nächstes einfach hier unsere Rechnungsadresse und so weiter und so fort eingeben. Habe ich jetzt in dem Fall schon gemacht. Ihr könnt hier unten auch draufklicken, Adresse speichern, um den Zahlungsvorgang in Zukunft zu vereinfachen, dann müsst ihr das eben nicht immer neu eingeben. Ich muss mir hier jetzt eben noch Guthaben aufladen, denn ich habe gerade leider kein Guthaben mehr, deshalb machen wir das einmal. Also ja, ihr könnt schon sehen, ich habe mir jetzt hier meine 5 Euro Guthaben aufgeladen. Ihr könnt übrigens rein theoretisch auch direkt mehrere von den Kisten kaufen. Ich nehme jetzt aber für dieses Video hier erstmal nur eine. Zu guter Letzt müssen wir dann also hier natürlich noch den Nutzungsbedingungen zustimmen und dann klicken wir auf Kaufauftrag erstellen. Allerdings habe ich hier jetzt immer seit 2 oder 3 Tagen schon irgendeinen Bug, und zwar, dass hier steht, dass keine Verbindung zum Gegenstandsserver hergestellt werden kann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Falls es bei euch auch kommen sollte, ihr seid da nicht der Einzige und das liegt nicht an euch. Steam hat hier im Moment irgendwie generell ziemlich viele Probleme, was die ganzen Kisten und den Community-Markt generell angeht. Es liegt also wie gesagt nicht an euch, probiert es einfach nochmal zu einem späteren Zeitpunkt aus. Im Notfall schreibt mal den Steam-Support an. Allerdings ist das zumindest für dieses Tutorial jetzt hier gar nicht mal so dramatisch, denn ich habe tatsächlich noch ein paar Kisten hier in CSGO. Und zwar klicken wir dann einfach mal links an der Seite auf Inventar, wenn wir unsere Kisten dann natürlich nachher tatsächlich auch öffnen wollen. Und dann haben wir hier schon einige Kisten. Die Kisten habe ich jetzt so oder so, die habe ich mir nie gekauft. Ich habe die irgendwann mal bekommen.
Ich gehe jetzt beispielsweise mal hier auf diese Waffenkiste Revolver drauf und dann könnten wir hier auf Behälter öffnen klicken. Hier sehen wir dann auch nochmal die ganzen Sachen aufgelistet, die hier im Endeffekt rauskommen können. Allerdings, und das ist meiner Meinung nach auch einer der größten Nachteile an dieser ganzen Sache, und zwar brauchen wir für jede Kiste, die wir öffnen wollen, einen Kistenschlüssel und für diese Kiste dann hier natürlich auch den Kistenschlüssel Revolver, also genau passend zu dieser Kiste. Die können wir uns dann hier natürlich nochmal kaufen. Ich habe gerade leider auch keine, sonst würde ich jetzt nochmal eine Kiste aufmachen. Allerdings, ihr seht schon, ein Kistenschlüssel kostet hier 2,35 Euro. Also ist der zumindest in diesem Fall hier deutlich, deutlich teurer als die Kiste. Dementsprechend werde ich mir das jetzt auch nicht mehr kaufen. Ich denke, den Rest würdet ihr ja alleine hinkriegen. Ihr kauft euch die eben, falls ihr gerade keine haben solltet. Und dann öffnet ihr die Kiste einfach. Dann bekommt ihr da eine von diesen Sachen hier raus. So einfach können wir uns also Kisten in CSGO kaufen und die dann natürlich nachher auch öffnen. Falls ich euch also mit diesem Video hier etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein.